Hi, this is MacGyver. We all know how these things work, so when you hear the beep, go for it. Guten Tag. Dies ist eine alte Zeche. Die ist seit 15 Jahren stillgelegt. Und hier gibt es einen Cache mit insgesamt 13 Stationen und Final. Und wir werden ihn heute finden. Das Loch, das ist ein alter zugeschütteter Schacht. Da wollten wir rein, aber das ging nicht ganz. Der war bis auf einen halben Meter zugeschüttet. Und zu der linken hier, was sehen wir da? Das ist ein Zechenfahrstuhl oder sowas. Auf jeden Fall der Fahrstuhl, der die Kohlen nach oben fördert, womit die dann über, ich denke mal, eine Rutsche irgendwo hingelangt sind. So genau weiß ich das nicht. Insgesamt haben wir 5 Stunden gebraucht, wobei wir an Station 3 über eine Stunde gesessen haben, aus einem einfachen Denkfehler heraus. Station 3 ist das hier, ne? Station 3 ist in diesem Förderfahrstuhl, wo wir dachten, das wäre Station 6, aber das war es nicht. Und da ging es nicht runter. Da ging es nicht runter. Nee, durch die Tür kommst du in den gleichen Raum, aber naja, geht halt nicht runter. Leerer Raum mit Schutt und Schutt. Wir waren ja ganz oben. Wie fandest du das? Der Aufstieg nach ganz oben war, ich sag mal, schon grenzwertig, weil da alles gewackelt hat und ich ja auch nicht gerade wenig wiege. Und vor allen Dingen war auf Hälfte diese Warndreiecke, die gesagt haben, bis hier und nicht weiter, einschutzgefährdet. Und wir sind trotzdem hochgegangen. Und oben selber habe ich mich recht sicher gefühlt. Aber der Abstieg dann war wieder eine Überwindung. Und zwar eine so große, dass ich nicht nochmal hochgehen würde. Auch nicht über die Leiter lang? Das, mein Freund, ist keine Leiter. Was ist das? Ja, es sieht aus wie eine Leiter, aber es führt nicht mal ein Stockwerk höher. Vielleicht hing da früher mal was, man weiß es nicht. Das Ding ist seit 15 Jahren leer. Kann ich doch nicht wissen. Ich war nicht hier. Und wo waren wir sonst noch hier? Aber wir waren in der Kaue, oben auf der Kaue, beziehungsweise schräg neben der Kaue, nicht ganz oben drauf. Also, wir waren auf der Kaue, wir waren in der Kaue, wir waren unter der Kaue, wir waren unter dem Förderturm, wir waren in dem Förderturm, wir waren auf dem Förderturm. Und ein Schacht dazwischen, zwischen Kaue und Förderturm. Wo bist du gerade rausgefallen? Aus diesem Schacht. Der war wieder? Lass den mal 80 Meter lang gewesen sein und dann nochmal 5 Meter hoch. Ja, das ist der Eingang zur ersten Station. Hier ist ein kleiner Reflektor zu sehen. Oh krass. Oh krass. Ja, okay. Folge mir. Unauffällig. Hey Kumpel, komm mal mit da und kannst dich hinten durch. Hey Kumpel, komm mal mit da und kannst dich hinten durch. Da ist ein Bewegungsmelder. Da war eine Leiter, die war aber nur so 2 Meter hoch und den Rest musste man die Wand hochklettern, wo Backsteine fehlten und da so gerade eben der Fuß reinpasste. Sehr gut. Kannst du das Licht mal aufheben und auf? Ich bin gerade einen Schacht hochgeklettert, der nur zur Hälfte von der Leiter gedeckt war. Und den Rest musste man die Backsteine hochklettern. Das ist sehr anstrengend. Es gab in der zweiten Station stand drin, dass der in dem Förderkorb drin wäre. Das ist er hier. Und zuerst sind wir halt reingegangen und haben auch sehr schnell was gefunden, wo GC steht, mit UV-Licht und so. Aber da stand eine Zahl drunter, halt die 6.
Und wir dachten, das wäre Station 6, dass wir erst irgendwas anderes machen mussten. Und dann haben wir eine ganze Stunde das Teil hier auseinandergenommen. Wir waren oben drauf, wir waren innen drin. Innen drin gibt es dann noch so ein Ding, wo man hochklettern kann. Da waren wir drin. Wir haben irgendwelche Sicherungen auseinandergenommen, jeden Stein umgedreht. Alles mit UV-Licht, alles mit normalem Licht. Ja, dann habe ich irgendwann eine E-Mail zum Owner des Caches geschrieben. Der hat mir dann auch ganz schnell seine Telefonnummer überreicht. Habe ich den angerufen und dann hat er so Sachen gesagt wie: Nee, das ist schon Station 3. Das, was ihr gefunden habt, war die Bonuszahl. Ja, und dann war der Rest auch in einer halben Minute erledigt. Vor allem mit den Mädels? Was mit den Mädels? Die Kletteraktion. Ach so, ja. Die Mädels waren, wie gesagt, oben auf dem Förderkorb drauf, wo ich persönlich mich gar nicht erst hingetraut hätte, weil das wirklich, das sind 6, 7, 8 Meter und dann da so frei rumklettern und hinten hat der Förderkorb auch noch so eine kleine Abstufung, die ist vielleicht 3 Meter hoch und das sind wirklich so 1,50 Meter, 1,60 Meter Mädels, die sind da hochgekommen und ich habe keine Ahnung wie, ich habe das auch nicht gesehen, wie die da hochgegangen sind oder wie die runtergegangen sind und ist mir jetzt ein totales Rätsel, wie die da hingekommen sind. Was ist hier für eine Tür? Da geht's in den Förderkorb rein. Nun gut, hier suchen wir gerade Station 8. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, aber ich glaube, wir sind auch total verkehrt und haben irgendwas übersehen und sind einmal zu hoch runter, keine Ahnung. Als ich hier plötzlich rausging, war ich auf dem Dach und habe mir gedacht, ey, Dach, das sollte nicht so sein. Und das ist halt der Förderkorb von innen. Hier geht es noch weiter rein, wo dann auch die Station letztendlich war. Und wir waren hier oben drin und haben da wirklich jeden Stein abgesucht, weil das auch so aussah wie ein Korb und das hieß ja auch Förderkorb. Und hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Also wir hätten den Cache locker eine Stunde früher beenden können. 4 Stunden sind eingesetzt, 5 haben wir gebraucht. Und ich denke mal, dass wir es in 4 geschafft hätten, wenn nicht sogar noch schneller. Aber wie gesagt, über eine Stunde hier dran gesessen.